Wir sprechen jetzt mit Wetterexperte Carsten Brandt, ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Carsten, hallo, schönen guten Tag oder eher ja ein schwieriger Tag heute für viele Teile Deutschlands. Wie dramatisch schätzt du diese Lage ein? Also das ist schon ein neues Unwettertief, Bernd hier über uns und ich schätze es so ein, dass die Schäden hunderte Millionen Euro teuer werden sind. Aber noch viel schlimmer ist natürlich, wenn Menschen zu Schaden kommen. Auch da möchte ich nochmal ergänzen, ich habe das selber schon erlebt, wenn man im fließenden Wasser steht, hat man keine Chance. Also da bitte auch an meinen Appell, niemals reingehen in solche Strömungen. Noch wichtiger, gerade wenn auf der Straße Wasser steht, das Wasser 30, 40 Zentimeter höher oder noch höher steht, dann sieht man zum Teil nicht, wo die Gullideckel fehlen. Das heißt, man kann da in Sog reinkommen. Also bitte unbedingt höher stehendes Wasser meiden. Man kann in dieser Situation dann nichts ausrichten, sondern man gefährdet dann sein Leben. Also diese Situation ist sehr, sehr gefährlich. Wir haben aktuell noch, und ich denke, da können wir so ein bisschen drauf eingehen, gerade in NRW immer noch Starkregen. Und ich habe mal, um das zu simulieren, hier meine Gießkanne mitgebracht. 5 Liter passen hier rein. 5 Liter pro Quadratmeter. Und jetzt hat es in Düsseldorf gerade bis vor einer halben Stunde 20 Gießkannen davon bis jetzt um 10 Uhr, 10.30 Uhr geregnet. Und es kommen nochmal 20 solche Gießkannen auf den Quadratmeter hinzu. Das heißt auch weiterhin für NRW Unwettergefahr. Es kann Erdrutsche geben, es kann Überflutungen geben. Das zieht sich weiter rüber bis in den Aachener Raum, das zieht sich rüber bis in die Eifel, das zieht sich später dann noch rüber nach Rheinland-Pfalz, es zieht sich rüber bis in den Luxemburger Raum. Also die Situation ist von dem Starkregen her oder von dem langanhaltenden Regen nicht vorbei. Weiterhin bitte sehr, sehr vorsichtig sein, die Situation beobachten. Das wird gerade für den Westen Deutschlands noch ein dramatischer Tag. Was ist denn da gerade das Besondere an dieser Wetterkombination, wenn du sagst, eben womöglich das teuerste Unwetter aller Zeiten, hunderte Millionen Euro Schaden, Menschen könnten zu Schaden kommen. Was ist der Grund dafür? Was ist dieses Wetterphänomen gerade? Also was wir erleben, ist quasi stehendes Wetter. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir hatten in den letzten 2, 3 Jahren ja ganz andere Sommer. Gerade 2018, 2019 erhebliche Trockenheit. Die Hochdruckgebiete blieben immer an dem gleichen Ort. Es veränderte sich gar nichts. Also wochenlang schön. Jetzt haben wir genau das Gegenteil davon. Wir haben ein Tiefdruckgebiet, was sich im Schneckentempo wirklich Kilometer um Kilometer weiter nach Osten bewegt. Und das nenne ich stehendes Wetter. Die Wetterlage bleibt einfach vor Ort und dadurch kommen so immense Regenmengen zusammen. Wir sehen gerade jetzt hier das Niederschlagsrisiko für die nächsten Stunden nochmal und da ist besonders NRW betroffen, da nochmal 100 bis 150 Liter pro Quadratmeter Ruhrgebiet runter dann teilweise hier auch sehr schön auf der Karte mit dem Niederschlagsrisiko nochmal zu sehen, bis nach Baden-Württemberg, aber auch nochmal Gewitterwarnung für Niedersachsen, für Hamburg und für Schleswig-Holstein, da können auch nochmal Unwetter folgen. Also stehendes Wetter, Gewitterzellen, Regengebiete ziehen nur ganz langsam weiter und das ist der Unterschied zu früher. Das macht es so gefährlich, dadurch kommen so große Regenmengen hinzu. Und vielleicht noch ein Satz, man schiebt natürlich auch mal sehr viel auf den Klimawandel, aber es ist sicherlich auch sehr viel Versiegelung und noch etwas, wir haben sehr große Waldschäden gehabt in den letzten Jahren. Die Fichte wurde aufgrund des Borkenkäferbefalls herausgenommen. Wir haben viele Stellen in den Wäldern, wo gerodet war oder wo man zwangsweise roden musste. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, kommt diese Regenmenge da in den Wald rein. Der Wald kann das nicht aufnehmen, der Boden kann das nicht aufnehmen. Das Wasser schießt dann quasi selbst aus dem Wald heraus, über die Felder hinweg, in die Orte hinein. Also all das macht die Situation in diesem Jahr so problematisch. Carsten, vielen herzlichen Dank an dich. Also Entspannung ist noch nicht zu erwarten und das betrifft ja auch vor allem viele Urlauber. Also Vorsicht auch an den Campingplätzen entlang des Rheins. Das wird heute noch ein sehr angespannter Tag. Danke dir sehr. Genau. Bitte, tschüss. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.